Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zur nächsten Sendung mit Jana und Mr. Raw. Wir haben ein großes Thema und zwar das Thema Wasser. Jetzt mal für euch kurz zusammengefasst in mehreren Kurzvideos. Es geht um die Reinheit in erster Linie. Es geht um sauberes, strukturiertes Wasser. Deswegen werden wir erstmal gucken, wie ist aktuell die Wasserqualität, was ist im aktuellen Leitungswasser, aber auch im Flaschenwasser drin. Und dazu habe ich die Jana hier stehen. Und Jana, erzähl mal, was ist so allgemein drin im Leitungswasser? Ja, wie du schon gesagt hast, Wasser ist sehr, sehr wichtig, weil es auch ein Lebensmittel ist, was wir brauchen. Und Wasser ist oft sehr verunreinigt. Das kommt einmal durch die Rohre. Wir haben es zum Beispiel im Altbau. Da haben wir noch alte Bleirohre, wo natürlich viele Gifte abgegeben werden ins Leitungswasser, also dann auch ins Trinkwasser. Dann haben wir das Problem auch bei den Plastikrohren, die sich nach 20 Jahren zersetzen. Dadurch haben wir Weichmacher im Wasser drinne, was natürlich gerade für Kinder, besonders für Jungs, ein großes Problem ist. Immer mehr Jungs werden impotent. Das liegt oft an den ganzen Weichmachern, die wir auch in der Küche haben. Dann, ja, was ist noch im Wasser? Alles, was der Arzt verschreibt. Du sagst es. Richtig. Großes Problem, Medikamente, Hormone. Genau. Medikamentenrückstände, Hormone, aber auch Sachen, die wir ungern da drin haben. Schlafmittel, Antibabypille. Und wir haben auch ein riesiges Problem mit Drogen. Das heißt, viele konsumieren rauchen, konsumieren Nikotin, viele konsumieren aber auch Kokain und andere Sachen, die wir gar nicht, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben wollen und die dann auch unsere Kinder trinken. Ganz schlimm zum Beispiel in Chemnitz, also da sollte man sein Trinkwasser tatsächlich mal prüfen lassen. Chemnitz wurde sehr viel Drogen im Trinkwasser nachgewiesen. Ganz genau. Außerdem sind da Reste von Asselkot und tote Asseln drin, also auch wirklich Sachen aus der Landwirtschaft, das heißt auch der Klärschlamm, der wird ja wieder auf die Felder ausgetragen. Und in diesem Klärschlamm sind nicht nur die Fäkalien von Tieren drin, sondern da ist auch ganz viel Nitrat und ganz viel Düngemittel, Pestizide, Glyphosat. Und das haben wir alles im Leitungswasser, aber auch in dem Mineralwasser. Das heißt, die Mineralwasserverordnung lässt sogar noch höhere Grenzwerte an diesen Giftstoffen zu und das Leitungswasser ist noch besser kontrolliert. Jetzt sagen immer alle, deutsches Leitungswasser ist doch das beste Wasser der Welt. Das mag sein, aber das heißt noch längst nicht, dass es gesund ist. Es sterben auch hier viele Menschen an verunreinigtem Trinkwasser, nur wir führen es nicht mehr darauf zurück. Nun ging es aber darum, welchen Filter nehme ich. Es gibt Aktivkohle, es gibt Umkehrosmose, es gibt Levitation, es gibt Destillationsverfahren. Alle haben Für und Wider, aber Aquion ist ein Gerät, was die meisten Fürs hat. Und die werden wir in den nächsten Minuten für euch ausführen. Denn es ist nicht ein klassischer Aktivkohlefilter, sondern mit was für einem Filter haben wir es hier zu tun. Das ist ja das Spannende am Aquion. Man kann nämlich direkt reingucken. Also man kann das ziemlich einfach hier aufmachen. Und was wir hier sehen, ist ein Primärfilter und ein Sekundärfilter. Und das Tolle ist, es ist nicht wie bei den meisten Systemen, dass das gleiche Filter sind, sondern die sind komplett unterschiedlich. Und je nachdem, welches Schichtsystem, kannst du damit unterschiedliche Giftstoffe aus dem Wasser herausfiltern. Aber die wichtigen Mineralien, die unser Körper braucht, die bleiben nämlich drin. Ganz genau. Ganz im Gegensatz zu Umkehrosmose. Da wird nämlich nichts durchgelassen. Also Umkehrosmose bedeutet Diffusion durch eine semipermeable Membran. Durch diese semipermeable Membran wird bei den Umkehrsystemen nur Wassermoleküle durchgelassen. Das heißt, wir haben ein totes Wasser, was keinen hohen Redoxwert hat, was gleichzeitig nicht basisch wirkt und somit auch dem Leben nicht entspricht. Denn wie werden wir denn geboren? Ein Baby, in was für einem Milieu wächst das? Das wächst in Wasser, genau gesagt eigentlich in einer 1%igen Salzsäurelösung. Richtig. Das ist nämlich nicht mal reines Wasser. Ganz genau. Es ist also basisches Wasser. Es gibt 4 Heilquellen. Dracota Mexico, in Okinawa und aber auch in Nordenau ein Heilstollen, wo basisches Wasser aus dem Fels rinnt. Und dort wird komischerweise von großen Heileffekten berichtet. Nun kommen wir zu der Filtration. Und zwar ist die so exakt bei Aquion entwickelt, dass heute aus der Dialyse Verfahren genommen werden, wie die Hohlfasermembran, um möglichst alle Giftstoffe, die wir heute haben, rauszufiltern. Aquion macht es mit so einer guten Leistung, dass tatsächlich Aquion als der Marktführer in Deutschland wirklich in fast jedem 400. Haushalt zu finden ist. Das ist immer noch sehr, sehr wenig, weil in Japan zum Beispiel diese Funktionsweise, also basisches Wasser, das hier so gefiltert wird und das, sage ich mal, ionisiert wird, in jedem 10. Haushalt und in Korea sogar in jedem 6. Haushalt und in Deutschland nur in jedem 400. Das ist echt krass. Also es ist noch viel Potenzial nach oben. Deswegen schaut euch die Videos an und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.